Alle Spiele der Regionalliga West exklusiv auf Sporttotal. Erstmal gucken wir auf den Beginn dieser Partie. Und los geht's in der Partie. SV Rödinghausen gegen den Wuppertaler. Ein Grund, warum man im Pokal ausgeschieden ist. Man hat ein gutes Spiel gemacht, aber die Chancen einfach nicht genutzt. Und jetzt Wuppertal vielleicht in der Vorwärtsbewegung. Güler, der hat ein bisschen Platz auf der linken Seite. Floppmann kommt nicht richtig dahin. Güler und das Tor. Das gibt's doch gar nicht. 1:0 für die Gäste. Was ein Start in diese Partie für den Wuppertaler SV. Über die linke Seite. Kuruba ist nicht auf seiner Position und SCV sah da auch nicht ganz so gut aus. Aber Güler bringt den Ball auch platziert aufs Tor. Und jetzt der Fehler und die Möglichkeit. Wieder für Maceta. Was lässt er denn für Chancen hier liegen? Ungenau, Riemer an der Grundlinie. Dann wieder Flanke auf Maceta und wieder ein harmloser Kopfball. Die zweite Riesenmöglichkeit von ihm. Das wirkte fast lustlos, wie er den Ball da am Tor vorbeiköpft. So bleibt es hier beim 1:0 für Wuppertal. Kein Abseits, zeigt der Schiedsrichter an. Bravo Sanchez war selbst sehr irritiert und jetzt die Möglichkeit. Und das 1:1, jetzt trifft er endlich. Aber jetzt müssen wir nochmal auf die Möglichkeit schauen. Flanke von Riemer auf Maceta und im dritten Anlauf trifft er hier. Königs. Kein Foulspiel. Hagemann hat auf der rechten Seite ein bisschen Platz. Hagemann geht in die Mitte. Hagemann! Essebau. Abschluss Nummer 1 in der zweiten Hälfte. Hagemann zieht da gut nach innen. Sucht da den Abschluss. Und dann Essebau. Fans von Rödinghausen merken, ja, wir müssen unsere Mannschaft hier nach vorne peitschen. Dann ist hier einiges möglich, aber erstmal die Möglichkeit für Wuppertal durch Hagemann. 50. 51. Spielminute, knapp am Tor vorbei. Der sucht den Abschluss, das gefällt mir ganz gut bei ihm heute. Ecke Hoffmeier in die Mitte und das Tor! 2:1 für den SV Rödinghausen nach 57 Spielminuten nach einer Standardsituation. Und wenn ich richtig gesehen habe, Rama geht an 2 vorbei, geht an 3 vorbei, jetzt der Ball auf Peitz, er spielt ihn in die Mitte, wieder Rama. Auf Güler, Abschluss. Schwers. Boah, mit einer risikoreichen Grätsche, die schief geht. Jetzt ist Wuppertal hinten nicht sortiert. Rüdinghausen kann das nutzen. Riemer! Die muss er doch machen. Nach dieser fatalen Grätsche von Schwers. Viel Platz für Riemer, der geht in den Strafraum, zieht ab. Dann aber knapp am Tor vorbei. Mani das 2:2 erzielt. Ball kommt rein. Kurze mit dem Kopfball. Und Schiri Florian Küsse schaut auf die Uhr und pfeift die Partie ab. Der SV Rödinghausen gewinnt dieses packende Spiel mit 2:2. Ja, also ich würde mir, glaube ich, noch eine Playlist davon anschauen. Ja, ich schaue mir jetzt noch ein Video an. Ja. Und du? Was machst du? Abonnieren.